Ihr habt vielleicht die Ruine in der Mitte des Waldes bemerkt. Diesen Schleier von Tod und Dunkelheit. Nichts Lebendes kann ihn durchdringen. Zum Glück können es aber die Toten. Verstehe ich nicht. Warum sollte es denn ein Glück sein? Oh, ich dachte, das läge auf der Hand. Wir töten euch sozusagen. Diese Herzen der Grabgeborenen. Wir erfüllen einen Trank mit ihrer Essenz. Etwa so. Trinkt dies. Vertraut mir, da kann nichts schiefgehen. Was, ihr verlangt, dass ich das trinken und euch vertrauen soll? Ihr stellt mich auf eine harte Probe, wisst ihr das? Also, gut, dann trinke ich das. Diese Qual. Hey, Shores Knochen, was macht ihr mit mir da? Die Tapferkeit wie Vex. Sehr schön. Ihr habt da etwas am Mund. Ich hab da was im Mund? Geht, was ist das? Ist es weg? Ich bestehe ja nur aus Knochen. Ich kann jetzt so durch den Schleier treten? Auf jeden Fall, glaube ich. Ihr seid sehr viel weniger lebendig, als ihr es noch vor einigen Augenblicken wart. Das sollte euch durch den Schleier bringen. Ja, und wenn ich das gemacht habe, was dann? Am Grunde der Ruine sollte es ein Totem geben, das dem Totenschleier seine Kraft verleiht. Zerstört es, und der Totenschleier vergeht, und die Lebenden können die Ruine betreten. Oh Mann, was man als Held nicht alles erlebt. Gehen wir. Ohne den Schleier können wir euch ins Innere folgen. Ihr seht an den Seiten ein wenig blass aus. Ich werde mich darum kümmern. Als ob mich die Blässe jetzt noch stören würde. Könnt ihr mich wenigstens im kommenden Kampf magisch unterstützen? Selbstverständlich. Wie konnte ich das nur vergessen? So, haltet still. Bringen wir es hinter uns. Seid auf der Hut! Nein! Ich kann meinen Körper nicht kontrollieren! Seht die Kraft des Wurms! Er hat Leutnant Belron getötet! Er hat mich! Betrauert mein Schicksal nicht! Tötet ihn! Diese Wurmkultgeschenke sollen das Reik wiederherstellen! Sterbt!
Lasst uns an die Oberfläche zurückkehren. Ich habe nicht gedacht, dass wir es da heil rausschaffen. Dajahel, Belron. Es tut mir leid, wir haben sie verloren. Ihr habt tapfer gekämpft. Ich sorge dafür, dass der Centurio der Pakt von Strahls Niederlage erfährt. Dajahel und Belron haben sich geopfert, damit diese Bestie getötet wird. Ihr Opfer wird nicht vergessen werden. Gut, dass ihr es geschafft habt, Pfeil. Ich werde dafür sorgen, dass Dajahel und Belron in die Rollen in Gramfeste eingehen. Verrückt, wenn man darüber nachdenkt. So viele Leute, alle nur noch Tinte auf Pergament. Ja, auch wenn nur auf dem Pergament. Auf diese Weise leben sie für immer. Centurio, was ist der nächste Schritt? Wir müssen die Siedlungen westlich von hier warnen. Ihr habt Strahl und den Reikmannen Einhalt geboten. Aber der Wurmkult ist die deutlich größere Bedrohung. Die Siedlungen warnen, den Wurmkult bekämpfen. Wo soll ich anfangen, Centurio? Nimalteen. Tane Fiora ist eine tapfere, kluge Frau. Und sie hat die Mittel, um den Rest der zerklüfteten Hügel zu schützen. Schnappt euch einen Wachmann, wenn ihr dort ankommt. Er wird euch sagen können, wo ihr hin müsst. Dann betrachtet es als erledigt, Centurio. Offenbar ist Fiora ein Wirbelwind auf dem Schlachtfeld. Ich habe Geschichten gehört, die ihr nicht glauben würdet. Oh, da freue ich mich schon auf die Geschichten. Was werdet ihr jetzt tun, Centurio? Tod, Reikmannen und jetzt die Würmer. Ich muss mich nach meiner Familie erkundigen. Wir haben einen kleinen Bauernhof unten im Süden. Der Vater meiner Frau hat ihn erbaut. Schaut doch einmal kurz dort vorbei, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Sagt ihr, dass ich euch schicke. Sie backt einfach die himmlischsten Süßkringel. Oh, das werde ich bestimmt. Vielen Dank. Willkommen in Nimalteen, Reisende. Sucht ihr den Rat unserer mächtigen Tane Fiora? Oder gehört ihr zu Feldwebel Eras Truppen? Weder noch, tapferer Soldat. Seid gegrüßt. Ich bin gekommen, weil ich dringende Neuigkeiten für Tane Fiora habe. Dringende Neuigkeiten, was? Vielleicht lenkt sie das etwas von dem ganzen anderen Ärger ab. Davon gab es in letzter Zeit genug. Es gab einen Anschlag auf das Leben der Tane.